So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play in Königreich für ein Lama. Folge Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt hier in der Stadt, endlich angekommen. Und reden wir erstmal mit Patscher, weil wir wissen ja erstmal doch jetzt gar nicht, wo wir hin sollen. Vielleicht weiß er was. Tja, jetzt haben wir es doch bis zur Stadt geschafft. Ich hab schon gedacht, wir kommen hier nie mehr an. Ismas Wachen werden nach uns beiden suchen. Wir sollten uns trennen. Ein einsames Lama erregt keinen Verdacht. Sei vorsichtig. Ich bin sicher, Isma hat ein paar böse Überraschungen für uns vorbereitet. Locker bleiben, Bäuerchen. Ich kenne diese Straßen wie meine Westentasche. Aber Cusco, du bist ein Lama. Du hast doch gar keine Weste an. Dumps. Legend. Immer musst du das Schlimmste befürchten, hä, Pacha? Wir treffen uns im Palast. Verlauf dich nicht. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich versuche, vornehm zu wirken, damit ich nicht so auffalle. Vornehm? Du? Als könntest du sowas schaffen. Ich hab sowas erwartet, ne? Ich hab mir genau das gleiche gedacht. Ein Bauer, der sagt, er versucht vornehm zu. Passt irgendwie nicht. So. Genau. Die vorherige Folge übrigens, also jetzt von Ein Königreich für ein Lama, war ja die erste Let's Play-Folge, die ich nach meinem Urlaub aufgenommen habe. Und da wollte ich eigentlich nochmal was ansprechen. Und zwar, warum ich eigentlich damals im Februar, glaube ich, bis jetzt komme ich nicht auf das Wort, Let's Play Restart gemacht habe, so Neuanfang. Ich meine ganzen alten Videos gelöscht habe und nochmal von neu angefangen habe. Ich wollte ja damals eigentlich meinen Kommentarstil verbessern, weil ich mit den alten noch nicht mehr zufrieden war. Natürlich die Nostalgie, ich habe die Videos teilweise noch auf der Festplatte. Aber jetzt auch nach dem Urlaub war ich immer noch nicht zufrieden mit meinem neuen Zeug. Ich wollte es jetzt aber auch nicht alles löschen. Und ich habe mir einfach gedacht, jetzt wenn du nach dem Urlaub aufnimmst, machst du einfach Nägel mit Köpfen und versuchst ordentliche Videos zu produzieren. Und das versuche ich jetzt auch. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, meine Aussprache ein bisschen zu verbessern oder mehr in der Fachsprache zu reden. Falls es so ist, ich weiß es nicht. Es kann passieren. Entschuldige, mein Junge. Ich sehe nicht so gut. Ich suche mein Kaninchen. Kannst du mir helfen? Solltest du mich nicht ansehen, wenn du mit mir sprichst? Oh, entschuldige, mein Fehler. Hey, du Bengel, du. Wenn du mir mein Kaninchen zurückbringst, bekommst du meinen schönen roten Cusco-Stein. Zu deinem Glück ist verloren gegangene Kaninchen finden meine Spezialität. Wo finde ich jetzt ein Kaninchen auf dem Marktplatz? Weißt du, mein Kaninchen mag Karotten sehr gern. Warum sprichst du immer noch mit mir? Siehst du nicht, dass du mir egal bist? Na schön, falls du noch Lust hast, warte ich hier auf dich. Mach dir keine falschen Hoffnungen, Alter. Ich habe Besseres zu tun. Wir machen das natürlich trotzdem, weil wir brauchen den Cusco-Stein. Warum Cusco jetzt nicht auf die Idee kommt, dass er vielleicht nützlich sein könnte, weiß ich nicht. Aber an sich, die Dialoge sind schon genial geschrieben. Also zumindest das, was Cusco so von sich gibt, ist einfach genial. Oh, guck mal, ein Kaninchen. Komm. Genau, hab ich wieder vergessen. Ja. Karotten. Da muss ich jetzt zurück und so einen Karottenbehälter nehmen und den hierher schleppen. Super, dass ich jetzt keinen Lama-Zaubertrank habe. Ich weiß gerade nicht. Ich habe die eigentlichen Namen vergessen. Kann natürlich auch korrekt sein. Aber die Folge, dass das alles erklärt wurde, ist ein paar Monate her. Dass ich das gespielt habe. Ich habe es mir seitdem ja nicht nochmal angeguckt. Wo sollte ich? Warum hat der einen rosanen Schwanz? Schwanz. Ich weiß ja nicht, ob das auch schneller gehen würde. Also wenn ich jetzt einfach um die Ecke renne, dass der mitkommt.
Gut, der macht doch größere Schritte. Oh, du hast ihn gefunden. Ich hab dich vermisst, Schnuffel. Hier ist der rote Großkruhstein, den ich dir versprochen habe. Sag, wie riesig das Ding ist. Oh ja! Wer hält sich eigentlich ein Kaninchen, das fast genauso groß ist wie man selbst? Das wäre ein bisschen gruselig. Außerdem geht es aufrecht. Kontrollpunkt. Aber so werden Kaninchen ja oft dargestellt, außer der Realität natürlich. Also in Spielen, Cartoons. Warum habe ich eigentlich nie verstanden? Wirkt natürlich alles dann ein bisschen menschlicher, wahrscheinlich deshalb. Nicht knapp. Und hier Bugs Bunny ist natürlich komplett abwegig, aber trotzdem genial. Bugs Bunny ist ja... Oder ist er ein Hase? Weiß ich gerade nicht. Nee, da wäre er ja Rabbit. Bugs Bunny müsste ein Kaninchen. Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Müssen wir mal nachforschen. Das passt zwar jetzt gerade überhaupt nicht ins Spiel, aber... Oh, ein Bambi! Es ist mein Bambi! Passt zwar jetzt gerade überhaupt nicht ins Spiel irgendwie, außer natürlich die Begegnung mit den Kaninchen, aber es wäre trotzdem eine Nachforschung. Eine Nachforschung, ja. So, wo sind wir jetzt? Plattformen. Ja, jetzt wird das Spiel auch teilweise ein bisschen komplizierter. Bleibt ja nicht ewig so leicht wie vorher. Auf dem Weg! Das war jetzt ein bisschen. Nicht zu nah! Na. Nimm das! Okay, Heilung. Oh ja. Hier rauf. Ich gehe da jetzt mal noch nicht rein, sondern probiere erstmal über die Plattform zu kommen. Denn da ist auch noch ein Kussgestein. Probieren, ich muss das schaffen. Boah, komm. Muss nicht sein. Und rauf. Ich schluck auf. Nicht gut. Booyah! Nee, war nur einmal aufstoßen, schlimm auf, ist nicht da. Nicht vorhanden. So. Ich geh einfach mal hier rein. Ah gut, jetzt sind wir hier. Das weiß ich sogar noch ein bisschen. Kleine Vorstellung habe ich noch davon. Na schaut mal, Isma. Was für ein Clown. Das ist ein goldener Kuskostein. Nicht zu verachten. Whee! Oh ja, ich springe! Hopp, 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 hopp! Wer baut das? Warum sollte man Statuen bauen, die dazu da sind, sie zu zerstören, um dann damit Säulen zu bewegen? Kontrollpunkt. Ich sehe nichts. Ich kann nicht sehen, wo der Typ ist. Gut, weiß ich. Boom, Baby! Okay. Dann hier rauf. Bisschen schräge Stufen. Also im Endeffekt geht es jetzt nur darum, dass wir die ganzen Säulen hochgeschoben bekommen, um dann mit dem goldenen Kussgestein den Palast zu öffnen. Und da findet ja dann auch der finale Showdown statt. Kontrollpunkt. Schau. Deshalb ist er hier verzweigt. Hey, weißt du was? Ich habe einen roten Gusko-Stein. Hab schon verstanden. Okay. So, komm her. Schon verstanden ist gut. Bedarf keiner weiteren Rede. Eines Tages werde ich lernen, dich nicht mehr zu verspotten. Und das ist immer der gleiche. Das finde ich sehr erstaunlich. Wie soll ich dann rote Kuskosteine bekommen? Booyah! Und da ist die zweite.
Okay. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht. Lava kommt! Ja, von diesem Weiter kommen. Da muss der rote Kuskelstein rein. Der verformt sich ein bisschen, wenn er dann in dem. Das ist das Teufelslama, vor dem Isma mich gewarnt hat. Mach dich auf deinen Untergang gefasst! Hoffentlich bin ich auf diesen Turm sicher. Wie die Angst haben von dem Lama. Oh, darf ich sterben? Gut, nun ist ja Cusco kein normales Lama. Ich sehe das ja nicht. Was steht heute zur Auswahl? Was steht heute zur Auswahl? Nicht zu nah! Krieg ich das Ding jetzt kaputt? Boom, Baby! Was steht heute zur Auswahl? Muss ja offensichtlich kaputt gemacht werden. Kommt der jetzt hochgerannt, oder? Wie macht man das? Wie soll ich das machen? Boom, Baby! Also offensichtlich macht der ja da unten irgendwas. Sonst hätte, wäre da nicht die Sequenz gezeigt worden, dass er da irgendwo rumrennt. Oh ja! Ach, du hast mich besiegt. Naja, wenigstens habe ich keinen roten Kuskusstein, den du mir stehlen könntest. Das Teufelslama spricht mit der Stimme des Königs! Ah. Hat er das beabsichtigt oder wollte der uns treffen? Das habe ich nie verstanden. Also es ist ja entweder jetzt möglich, dass er dadurch, dass ich wie der König rede, weil ich ja der König bin, gemerkt hat, dass wir der König sind. Logische Schlussfolgerung. Und dass er jetzt dadurch dann uns die Möglichkeit gegeben hat, in den Palast zu kommen. Wenn er so schlau ist. Das beabsichtigt hat, kann natürlich auch sein, dass er im Ganzen nicht geglaubt hat. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Und dementsprechend versucht hat, uns nochmal mit der Axt zu bewerfen. Muss aber nicht sein. Ich weiß es nicht. Wenn einer von euch das weiß, einer meiner sehr geehrten Zuschauer, könnt ihr mir das gerne sagen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Und zurück. Okay. Dann müssen wir jetzt uns den goldenen Kuskelstein holen. Auf dem Weg! Oh, ich müsste mal den Part beenden, fällt mir auf. Zu lang sollen die auch nicht werden. Ich würde sagen, dann mache ich das gleich, hole mir gleich den goldenen Kuskelstein in der nächsten Folge und würde dann sagen, danke fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.